zurück auf meinen Kanal. Ich mache jetzt ein neues Minecraft-Video. Und heute, also am Freitag, ist das Video leider nicht gekommen. Und es tut mir furchtbar leid, aber ich hatte das ganze Wochenende und am Freitag was zu tun. Und dafür zeige ich euch die bunten Fackeln heute. Aber bevor ich euch die bunten Fackeln zeige, will ich nochmal was klarstellen. Ich werde auf Instagram eine Umfrage stellen in meiner Story, ob ich PUBG Mobile wirklich spielen soll. Wenn ihr es wollt, stimmt bei Instagram ab. Und übrigens, wie ich dort heiße, findet ihr in der Videobeschreibung. Wie ich auf Twitter, Snapchat und Facebook heiße und auf TikTok natürlich auch, habe ich jetzt neu, findet ihr auch unten. Aber ja, labern wir nicht lange rum, starten wir. Ich gehe jetzt mal in die Welt My Map. Letztes Mal hat sie ja noch epische Klippen geheißen und ich habe ziemlich viel umgebaut. Ziemlich viel, Leute, ziemlich viel. Ich habe sie erbaut und Golden Style 44 hat sie getestet. Also man fliegt von da oben mal runter. Das war beim letzten Mal auch schon gleich. Ich gehe jetzt nochmal das durch. Und zeig's euch dabei. Dann geht es hier lang. Das ist noch gleich. Aber jetzt wird's anders. Es gibt einen Checkpoint. Spawnpoint von Golden Mango 10 und dann kleines Jump and Run. Dass ich nie schaffe. Das ist voll schwer. Ja, moin, Leute. Warte, ich cheate mal kurz. Ich mache die Sprünge auf kreativ. Nicht, dass ich dann immer von neu anfangen muss. Na, fuck. Normal müsste ich jetzt wieder von neu anfangen. Ja, moin. Warum fehle ich jetzt? Ja, ist egal. Jedenfalls, na gut, ich zeig's euch schon. Aber ich will mich jetzt auch nicht zu lange auf dieser Welt aufhalten. Das ist eh das ziemlich schwerste. Oh, nicht. Dann gehe ich aber wieder auf Abenteuer. Standard. Und schalte Cheats wieder aus. Cheats sind in diesem Level nicht erlaubt. Ja, da kommt ein. Würde man ganz leicht vorkommen. Er kommt aus dem Barriereingang. Jetzt müsste man wissen, wo die Barrieren sind. Zum Glück habe ich sie gebaut, die Map, und weiß auch, wo die Barrieren sind. Wenn man da fails, spawnt man vor dem Jump and Run dort unten. Und das ist ziemlich nervig. Ja, moin. Ich will jetzt nicht nochmal das Jump and Run dort machen. Warum schaffe ich das nicht? Man muss wirklich bei diesem Block da vorne abspringen, bei dem letzten. Hä? Ja, da kann man natürlich nicht abspringen, aber da. Jetzt bin ich zu weit gesprungen. Jetzt muss ich das Jump. Ja, Leute, ich will das jetzt nicht nochmal. Ich will das jetzt nicht nochmal machen. Ich überspringe mal kurz vieles auf kreativ. Kreativ müsste das eigentlich. Es müsste eigentlich wirklich gehen. Ja, man kommt drauf. Jetzt auf kreativ. Ich springe nochmal darüber. Auf kreativ schaffe ich's. Ja, moin. Das Nether-Dings mache ich auch noch schnell auf kreativ. Damit es schneller geht. Ich will mich natürlich auch heute um die bunten Fackeln beschäftigen. Bunten Fackeln. Ja.
Okay. Also da wurde nichts umgebaut. Das habt ihr beim letzten Mal schon gesehen. Dass das möglich ist. Und dann ist das Ende hier. Jetzt gehe ich wieder auf Abenteuer, stelle die Cheats wieder aus. Tja, Abenteuer und Cheats wieder ausstellen. Okay, also man kommt hier raus. Der Boden ist etwas anders und die Gemälde sind weg. Hier habe ich noch einen kleinen Geheimgang eingebaut. Und der hier runter führt zu. Ja, was auch immer das ist. Und hier war früher ein Ausgang, aber jetzt ist da eine Leiter, dass man etwas still einfach beobachten kann. Und wenn man hier jetzt draufstellt, spawnt man hier. Tja, und jetzt zeige ich euch die bunten Fackeln. Und übrigens, bei den bunten Fackeln möchte ich euch noch vorher sagen, dass ihr unbedingt Education Gameplay anschalten müsst. Unbedingt. Weil sonst wird das alles nicht funktionieren. Ich mache es jetzt nicht von ganz vorne, aber ich erkläre es Schritt für Schritt ganz langsam, dass ihr auch mitmachen könnt. Den Command werde ich jetzt nicht im verlinken in der Videobeschreibung, also nicht einblenden in die Videobeschreibung. Ja, also, ihr baut einfach einmal eine Wand aus irgendeinem Block und platziert vorne eine normale Fackel. Ich habe das jetzt schon durch eine Block. Warte, eine normale Fackel an die vordere Wand. Also, ihr baut einfach mal irgendwo eine normale Wand, irgendwo in der Welt. Und dahinter, einen Moment, baut ihr dann solch eine Konstruktion. Einen Redstone. Ein Moment, Leute, was ist das nochmal? Das ist ein. Ein Redstone-Verstärker. Dahinter ein Command-Block und gibt diesen Command ein. Also die letzten Zahlen sind die Koordinaten. Übrigens am Anfang, also. Wartet. Also ihr baut eine solche Wand, eine 3x3 Blöcke Wand. In der Mitte baut ihr einen, also, warte, was mache ich jetzt? Einen solchen Block her und solch eine Konstruktion. Und die Koordinaten, ihr schaltet auch Koordinaten ein. Also ich habe sie jetzt nur eine. Und nehmt die Koordinaten, die angezeigt werden, wenn ihr auf dem Block oben steht. Ich hoffe, das ist richtig. Dann nehmt ihr nochmal einen Redstone-Verstärker und zwei Blöcke. Am besten die von der Wand. Ich habe da eine Wand aus weißem Beton. Die habe ich dann erst später ersetzt und deswegen ist sie noch immer da. Aber ja, ihr könnt. Baut die Wand am besten aus weißem Beton oder was auch immer das ist. Und dann auf diesem Block, hinter diesem Redstone-Verstärker, eine Redstone-Fackel und in diesem Command-Block den gleichen Command eingeben wie in diesem. Und dahinter dann einen kleinen Turmbau mit einer normalen Fackel. Die Konstruktionen da am Wand, die habe ich nur zur Deko gemacht. Also die müsst ihr nicht. Ich baue das nochmal schnell weg, wie ich es vorher gemacht habe. Und dann, wenn ihr den Command eingegeben habt, passiert nichts. Es baut sich keine Maschine auf, es passiert nichts. Dann, weil ich ihr ja Education Gameplay angeschaltet habt, habt ihr ja die Elemente. Warte, welche braucht man da nochmal? Chlor und, ja, nehmen wir mal Kalium. Und er braucht einen, nehme ich mir auch schnell, einen Verbindungserzeuger. Dann nehmt ihr von Chlor 1 und Kalium auch 1, dann kommt KCl raus. Warte, wie?
Wie blöd bin ich eigentlich? Jetzt habe ich vergessen, wie es weitergeht. Fuck. Warte. Na, nee, Fackeln nicht. Hey, wie macht man jetzt bunte Fackeln? Jetzt haben wir mal das Kaliumchlorid. Und weiter. Warte, ich probiere es mal so. So. Bis mal mit nur einer. Ach ja, ist egal. Hä? Ja, und dann nehmt ihr das so, das drüber und das hier. Und dann eine violette Fackel zum Beispiel. Also ich habe bis jetzt nur blaue Fackeln gemacht. Dann dachte ich mir, blau ist meine Lieblingsfarbe, ich bleibe bei dem blauen. Aber eine violette Fackel. Und dann habt ihr eine violette Fackel. Dann könnt ihr alle Fackeln, die ihr wollt, durch violett ersetzen. Und es gibt auch noch ein paar andere Elemente, mit denen ihr sie bauen könnt. Soweit ich weiß, geht doch auch mit Her und Quecksilber. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Bei Her, glaube ich, braucht man 2, 3. Dann bekommt man das. Und bei. Ja, gut. Bei dem braucht man. Weiß ich es. Ne, bei dem geht es, glaube ich, gar nicht. Ne, bei dem geht es gar nicht. Und dann könnt ihr diese wegbauen. Geht in die Werkbank. Warte, kann man eigentlich mehr Fackeln auf einmal auch? Ja, und das wird dann eine blaue Fackel. Wie ich sie gerade schon habe. Gehabt habe. Violette und Blau gibt's. Es gibt auch noch Rot, Gelb und andere Farben, aber für die war ich zu faul zum Machen. Und ich weiß auch nicht, wie man die, wenn ich ganz ehrlich sein muss, weiß ich auch nicht, wie man eine gelbe Fackel macht, welche Elemente man dazu braucht. Ja. Und ich bleibe jetzt noch mal länger. Und wenn sich jemand den Command abschreiben will, ich schreibe ihn jetzt nicht in die Videobeschreibung. Die Koordinaten sind immer anders. Schreibt euch nur den Command ab. Klon, Leerzeichen, Welle, Leerzeichen, Welle, 1, Leerzeichen, Welle, Leerzeichen, Welle, Leerzeichen, Welle, 1, Leerzeichen, Welle, Leerzeichen und dann die Koordinaten, die angezeigt werden, wenn ihr auf dem Block steht. Aber ja. Dann sag ich, na gut, mit dem Video, es wäre ein bisschen kurz, wenn ich jetzt schon aufhören würde. Ich kann euch noch was zeigen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich mit Golden Style 44 auf der Welt spielen soll, die ich euch jetzt zeige. Auf der Welt My Map werden wir sowieso mal spielen. Aber auf 8. Ich glaube, das war's. Und ja. Und wenn jemand weiß, wie man eine Infokarte macht, hier auf der Seite einfügen, dann könnt ihr mir das bitte mitteilen. Ihr könnt mir es auf Snapchat schreiben, überall auch in die Kommentare. Ja. Diesen Ertrunkener, ich hoffe. Nee, das war nicht die richtige Welt. Entschuldige Leute, das war eine falsche Welt. Auf der will ich nicht mit Golden Style 44 spielen. Ich glaube, das habe ich schon mal privat gemacht, aber ich weiß es nicht. Jetzt suche ich schnell die TNT-Villa. Das war auch cool. Test, was? A Battle. Das war's. Das war's. Ja. Und hier. Na, das zeige ich euch dann, wenn wir in der Welt sind. Und du kannst Spinnennetze mit deiner Schere einsammeln. Mit einer Schere kann man, glaube ich, die ganzen einsammeln. Mit einem Schwert. Nur
Schnüre. Welcome to Future Battle. Habe ich auch erstellt. Hier ist das Battle. Also hier in dem Ring. Dem Ring hier. Und ich habe zwei Glasflaschen. Die lege ich jetzt mal kurz weg. Oder ich behalte sie mir. Cheaten verboten. Es buggt etwas, weil die Hexen cheaten verboten. Gut. Ja, moin. Ich zeige euch noch kurz die Welt. Es buggt wirklich ziemlich. Oh mein Gott, und ich fehle da schon, Leute. Hier habe ich noch Abfall reingegeben. Leute, es buggt! Fuck! Hier ist noch ein Kreuz. Ja, moin. Wurde von der Hexe mit Magie getötet. Tja. Und ich werde aber höchstwahrscheinlich PUBG Mobile spielen. Wenn der Speicherplatz meines Handys nicht zu knapp wird, dann werde ich es sicher spielen. Aber ich werde trotzdem noch die Abstimmung auf Instagram machen. Tja, das war's dann. Und ich schaue jetzt noch mal ganz kurz, welcher Skin es noch geben würde. Oh, ich glaube, da braucht man Internet. Aber das ist Alex, also Alex und Steve. Und schaut euch mal die Augen und den Mund von Steve an und von mir. Sind zwar andere Farben, aber ich habe ich habe den Steve Skin ausgewählt und nur die Augen und den Mund umgefärbt. Tja. Das war's dann mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da, um auch eine goldene Mango zu werden und zur Golden Mango Gang dazu zu gehören. Tja, dann bis zum nächsten Montag. Bis dahin. Tschüssi.